The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die größte Aufgabe. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. So lautet Christi Befehl an seine Nachfolger. Nicht als ob alle zu Predigern oder Missionaren im üblichen Sinne des Wortes berufen seien. Alle aber können Gottes Mitarbeiter sein, indem sie die frohe Botschaft an ihre Mitmenschen weitergeben. Der Befehl ergeht an jeden, ob groß oder klein, gelehrt oder unwissend, alt oder jung. Auf jedem, der die Wahrheit für diese Zeit kennt, ruht die Verantwortung, sie anderen bekannt zu machen. Die Diener Christi sind im hohen Maße für das Wohlergehen und die Rettung der Welt mitverantwortlich. Sie sollen bei der Aufgabe, Seelen für Christus zu gewinnen, Gottes Mitarbeiter sein. Das Thema, das den Sünder innerlich anzieht, ist Christus, der Gekreuzigte. Am Kreuz von Golgatha wird Jesus in seiner unvergleichlichen Liebe der Welt gezeigt. Bringt ihn so den hungernden Massen, und das Licht seiner Liebe wird Menschen gewinnen. Aus der Dunkelheit ins Licht, von der Gesetzesübertretung zum Gehorsam und zu wahrer Heiligkeit. Jesus am Kreuz von Golgatha zu betrachten, weckt das Gewissen und macht einem, wie nichts anderes, die Abscheulichkeit der Sünde bewusst. Wollen unsere Gemeindeglieder ihren Blick nicht auf einen gekreuzigten und auferstandenen Erlöser gerichtet halten, in dem all ihre Hoffnungen auf ewiges Leben zusammenlaufen? Das ist unsere Botschaft, unsere Argumentation, unsere Lehre, unsere Warnung an Menschen, die nicht umkehren wollen, unsere Ermutigung an Kummervolle, die Hoffnung jedes Glaubenden. Wenn wir im Denken der Menschen ein Interesse wecken können, das sie veranlasst, ihren Blick auf Christus zu richten, können wir getrost beiseite treten und brauchen sie nur noch aufzufordern, den Blick ständig auf dem Lamm Gottes ruhen zu lassen. Wenn jemand seinen Blick auf Jesus gerichtet hält, wird er alles andere zurücklassen. Er wird der Selbstzucht absterben. Er wird an das ganze Wort Gottes glauben, das in Christus so herrlich und wundervoll erhöht wird. Jeder Christ kann das Kommen unseres Herrn Jesu Christi nicht nur erwarten, sondern es auch beschleunigen helfen. Würden alle Bekenner seines Namens zu seiner Ehre Frucht bringen, wie schnell könnte dann die Welt mit dem Samen des Evangeliums besät sein? Schnell reifte die letzte Ernte heran und Christus käme, um die köstlichen Gaben einzusammeln. The Lord is coming.